Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Minecraft Tech World 2. So, ich habe die Turtle hier weiterarbeiten lassen, also hier habe ich sie einmal im Gang durchgraben lassen und da ist sie auf Lava getroffen, habe ich gesagt, ne, da habe ich keinen Bock drauf und dann habe ich sie nochmal hier einmal komplett durchlaufen lassen, habe ich das ganze Kohle, nochmal Holzkohle gemacht und da ist einiges zusammengekommen. Cobblestone habe ich teilweise sogar noch vernichtet, weil ich so viel nicht brauchen konnte. Ich habe jede Menge Erde, Gravel, Limestone, kann man anscheinend mit gut bauen. Die Calcit- und Fluorid-Crystal habe ich mal da gelassen. Mal schauen, ob ich irgendwann mal was mit Reactor-Craft mache. Mining-Turtle habe ich da reingetan. So. Dann zu dem wertvolleren Scheiß. Gehen wir einmal in die Bude rein. Die Bude ist leer. Warum ist die Bude leer? Man sieht es schon ein bisschen im Hintergrund. Ich hatte ein bisschen Langeweile gehabt, während die Turtle gearbeitet hat und ich habe mir eine kleine, so ein bisschen größere Bude gebaut. Finde ich, sieht so ganz cool aus. Habe ich halt hier so eine Halbsphäre gemacht, kann man hier mit diesem Building Guide machen. Einfach hier so rechtsklick und man hat einen Zylinder. Auf jeden Fall, man kann hier über die verschiedensten Formen machen. Ein Zylinder, Kuboid, Dome, Triangel, also Dreieck, Pentagon, Hexagon, Oktagon, Sphäre, ja. Ist recht hilfreich. Na, jetzt kommen wir mal zu den Erzen. Da ist schon einiges zusammengekommen. Hat sogar unterwegs sogar noch einen Slime getötet, fand ich auch recht cool. Haben wir schon einen Slimeball? Sogar noch drei Bärenbüsch. Ne, die Bärenbüsche hatten wir schon, oder? Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Auf jeden Fall wieder 11 Dias, einiges an Kohle. Werden wir auch brauchen können. Ja, ich würde sagen, widmen wir uns dem ehemaligen Ziel, Thermal Expansion. Wir brauchen jetzt erstmal 11 Kupfer. So, die schmelzen wir schon mal. Was brauchen wir noch? Wir brauchen noch 2 Eisen, wenn ich mich recht erinnere. Ja, und ein Silber. 1, 2 und Silber haben wir hier. So, ich werde das auf jeden Fall hier die Gegner mal so ein bisschen ebnen. Weil das gefällt mir ja sogar überhaupt nicht hier, diese Hügellandschaft. Oh, es wird gerade Nacht, das ist perfekt. You can only sleep at night. Naja, die Sonne geht unter. Ich hab Schande mit meiner Momo. Dürfen wir jetzt? Dankeschön. So, wieso ist hier ein Crafting Table? Ach stimmt, ja, ich hatte ja, war ja was. Mache ich wieder eine Crafting Station. Legen wir schon mal so weit an. Ich muss immer noch Clay farmen, wo ich das hier gerade sehe. Ach ja, ich habe auch noch, was weiter da hinten, habe ich noch so ein NPC aufgefunden und da war in der Truhe, habe ich hier einen Stahlblock gefunden, Fawns und Pile of Ash. Weiß ich immer noch nicht so richtig, was man damit machen kann. Also Pile of Ash weiß ich, da kannst du Charcoal machen oder so einen Ashblock. Man kann was anderes machen, aber nee, ist keine Charcoal, ist Kohle. Oder du kannst graue Farbe machen oder schon direkt als Brennmittel verbrauchen, aber ich habe mir auch jetzt überlegt, wie ich das machen werde mit der Erzverarbeitung. Also, ich werde größtenteils meine Maschinen von Phoenix Engine benutzen und ich werde dann direkt auch Rotary Craft mit verbinden, weil ja die Nachfrage war, ob man bei Rotary Craft erklären könnte. Und ich frage mich mal ran. Das gibt so eine Katastrophe, das weiß ich jetzt schon. Ich will mal gerade mal schauen. Ja, ich wüsste jetzt echt schon, wie wir weiterbauen könnten. Und zwar werde ich dann einfach hier noch einen Ausgang machen. Und zwar werde ich so einen unterirdischen Tunnel unter dem Wasser machen, dass der dann da hinten wieder rauskommt. Weil ich will ja echt so ein bisschen
Anders. Ich würde mir gerne hier so ein kleines Utopia aufbauen. Drücken wir es mal so aus. Ah, da geht jetzt ein Kohle verloren. Benutze ich mal. Und zwei wird Bruce Siblings. Ich weiß gar nicht, dass sie sich nicht stacken lassen. Sehr schön, hat geklappt. Ich brauche eine Redstone Transmission Coil, jawohl. Drei Copper, ein Redstone und die beiden Copper Gears. Und wir haben die Steam Dynamo. So, wo pflanzen wir denn das mal hin? Das pflanzen wir jetzt einfach mal hier hin. So, Steam Dynamo, was macht das? Energie aus Dampf. Ganz gecheckt, der hat. Here generates redstone flux using steam. Sorted fuels and water can be used to generate steam. Generation rate varies according to energy demand, bla bla bla. Also anders ausgedrückt, da braucht Wasser und irgendwelchen Hitzstoff wie Kohle, Holz oder was weiß ich. Heizstoff. Und das macht dann Stamm, mein Gott, ich habe heute auch schon wieder. Macht dann Dampf und aus dem Dampf macht das redstone flux. So, was brauchen wir denn noch? Wir bräuchten mal ein Redstone Furnace, also einen Ofen und einen Pulverizer, damit wir es verdoppeln können. Ich würde sagen, den Pulverizer machen wir zuerst. Brauchen wir Sand. Jetzt habe ich keinen Sand mehr. Ich will hoffen, dass ich noch eine Truhe Sand habe. Vier Sand. Alter, habe ich einen Lack. Das ist echt gefährlich hier. Das werde ich echt noch zubauen. Ah, das ist auch perfekt da, wo ich aus. Ja. Ich werde beim Bauen so oft sterben. Also eine generelle Frage. Ihr könnt mir gerne sagen, was ich so alles bauen soll, weil ich habe da erstmal schon so ein paar Ideen. Aber das soll ja nicht nur hier so ein Let's Play werden, nicht nur Technik 100%. Ich will ja auch so ein bisschen bauen. Ein bisschen Spaß haben. Soll ich ein Dorf ein bisschen erweitern bis hierhin? Oder keine Ahnung, was? Ein eigenes Dorf bauen? Ein Hotel? Oder wie? Keine Ahnung. Ja. Wie so ein gewisser YouTuber. Ne, da tue ich mir nicht an hier diese Farmanlage von Gronkh. Soll ich mir den auch so einen Freizeitpark bauen wie Debitor LP momentan in Tech World. Die nennen das ja Tech Town. Oder mal so generell gefragt, wie kommt das Let's Play bisher bei euch an? Gefällt es euch? Also von der Resonanz her, ich habe es ja gesehen, bei beiden Folgen waren 8 Zuschauer. Kann sich ja immer noch steigern. Aber freut mich schon mal, dass so eine generelle Interesse an dem Display da ist. Nicht, dass jetzt hier einer und kommt, viel zu bisch, altmodisch, viel zu einfach. Weil solche Leute gibt es ja auch und ich kann verstehen, dass es für einige zu einfach ist, aber ich habe echt keinen Bock mehr auf die ganze Modpacks hier, die selbst gemacht sind. Ich will einfach ein Let's Play haben, was ich auch fest durchführen kann. Und das habe ich halt einfach mal mit diesen Feed the Beast Modpacks. So, Copper. Wir brauchen sogar 2 Gold. 1. 2. Brauche ich, oder? Nee, nicht das falsche Antik und das hier. Ja, den haben wir noch. 2 Flints brauchen wir und wieder 2 Copper. Machen wir schon mal die Redstone Reception Call. Legen dann schon mal hier das soweit an. Boah, Entschuldigung. Da habe ich gerade ein bisschen aufgestoßen. Ich hoffe, dass man es nicht gehört hat in der Aufnahme. Und wenn nicht, ist es bald passiert. Bla bla bla. Wie gefällt euch eigentlich das Haus? Habe ich noch gar nicht so gefragt. Habe ich mir echt so ein bisschen Mühe gegeben. Das sind halt jetzt einfach Stone Bricks, Oakwood und das ist Thickened Glass. Kann ich mal gerade zeigen, wie das gemacht wird.
Thickened Glass wird gemacht aus Sandy Glass, das geschmolzen wird. Sandy Glass wird gemacht aus zwei Glas und zwei Sand. Dafür war ich mal in einer Wüstefarm, die ist eigentlich nicht so weit weg, die ist etwas weiter da hinten. Was mir aber noch gefällt bei diesem Thickened Glass, man kann es einfach so abbauen mit der Hand. Dann sieht das schön aus, verbindet sich sehr schön. So, Machine Frame. Das dahin, das, das und den Piston. Jawohl, und wir haben den Pulverizer. So, den stellen wir gerade ein auf alles aus. Bauen dann mal schnell die Steam Dynamo auf, weil die muss ich auch schließlich richtig einsetzen. So, jetzt mache ich aber nochmal gerade drei Eisen, weil wir brauchen, oder? Habe ich schon einen? Ne, einen Eimer habe ich noch nicht. Oder können wir noch aus einem anderen Material den Eimer herstellen, zum Beispiel Stahl oder so? Drei Eisen, na, okay. Ah ja, hier habe ich auch nochmal in der Truhe zwei Ender-Lily-Seeds gefunden, das war auch noch in dem, in dem NPC-Dorf dabei. Ich werde jetzt auf jeden Fall mal hier so 6 Kohle mal rausnehmen und dann schon mal das Gold pulverisieren jetzt gleich. Das werde ich euch schon mal kurz zeigen, aber sollte jetzt eigentlich schon bekannt sein, Firm Expansion ist ein bekannter Mod. Ich mache mir auf jeden Fall dann mal die unendliche Wasserquelle hier rein. Oder warte, gibt es das Water Barrel? Nee, aber wir. Das sieht mir aus, als wäre das. Ah, wäre aber kein Glas mehr. Okay, dann machen wir jetzt später mal so einen Water Tank. Ja. Ja, okay. Water Lily, okay. Water Hive. Ja, Water Spring, bla bla bla. Okay. Water. Okay, machen wir noch eine unendliche Wasserquelle. Das ist gerade noch hier theoprophylaktisch vorbereitet. Da muss ich auch noch zubauen, das sieht ja nicht so schön aus. Und ich werde mir auf jeden Fall meinen Huhn fertig wiederholen, was ich beim Matzhalzer hatte. Okay, Gold kommt jetzt da rein, Energie füllt sich hier gerade auf, wird pulverisiert. Watermills auch, die gibt es auch noch. Und wir bekommen 2 Pulverized Gold. Mit etwas Glück kriegt man sogar noch manchmal ein Abfallprodukt. Aber so haben wir schon mal eine der grundlegenden Maschinen, können schon mal unsere Erze verdoppeln. Geht später sogar noch besser, zwar nicht mit Firm Expansion, aber man kann es über Rotary Craft verdreifachen. Sogar später irgendwie verachtfachen über den Extractor. Schau mal kurz. Ja, nein, falscher. Nein. Der hier aber, der ist. Obwohl, der geht eigentlich. Schwierigste ist, glaube ich, halt dieser HSLR-Stil. Der wird einfach blass für das mit Kohle und Gunpowder gemacht. Okay. Wie kommt man ganz schnell an Gunpowder noch an? Halt über das Craften. Sulfur, Salpeter. Okay. Bienen, war klar. Hab ich denn Salpeter oder Sulfur? Ja, wir könnten das sogar machen. Was war das jetzt mal? Charcoal das? Oder einfach Kohle, Salpeter und Sulf? Ja, wir schauen mal.
So, das ist mal jetzt gleich durch. Was ich mir dann mal gerade mache, ich mache mir mal gerade eine neue Schaufel. Den Kabel tue ich zurück, das war's auch. Und gehe dann noch mal gerade ein bisschen hier am Strand lang ein bisschen Sand farmen. Oder davor. Ja, okay, da vorne ist auch schon. Ah, hier geht auch schon. Das wird eh alles noch geebnet. Oh, hier ist auch Clay. Also Clay geier ich gerade wirklich zu Tode weg. Weil ich will ja echt so schnell wie möglich ihr besseres Werkzeug über Tinkers Construct bekommen. Bloß dafür müssten wir ja nochmal in Le Nether. Was ist das da hinten? Ist das Hemp? Also wenn das Hemp ist, dann nehme ich das mal gerne mit. Ja, das sieht nach Hemp aus. Ja, Hemp. Das kann man überall anbauen, oder? Oder was? Hä? Nein, das geht nicht. Wie wird das angebaut? Ach, über Seeds? Ja, mache ich später. Auf jeden Fall. Haben wir gesehen, mit Hemp kann man schnell Seil bekommen. Und ich werde mir auf jeden Fall so den einen oder anderen. Warte mal, wieso will ich Seide für ein Backpack haben? I don't get it. Ich bin wieder so ein Profi, das ist unglaublich. Naja, 50 Sand, das sollte jetzt erstmal. Ach komm, wir machen noch was. So ein bisschen können wir uns noch mitnehmen. Weil ich jetzt mal nicht, dass wir jetzt noch den Redstone Furnace fertig bekommen, weil wir bräuchten ja auch noch die Kabel. Gut, ich lasse schon mal zurück und ich würde sagen, das war's dann auch mit dieser Folge. Wenn euch diese Folge gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Wenn nicht, Anmerkungen, Kritik, alles in die Kommentare. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Minecraft Tech World 2. Bis dahin, tschüss.